Hallo Leute und... Hallöchen, meine Äffchen. Hey. Hi. Na? Was geht? Was ist los bei euch? Wir sollten nicht allzu viel rumplänkeln. Wir sollten genau, anfangen. Wir nehmen das hier gerade schon zum zweiten Mal auf. Heute gibt es die Infos zum Server. Also, welche Städte gibt es? Wer sind die Stadtherren? Generell, was ist auf dem Server alles möglich? Und so weiter und so fort. Da wird wow. Sehr, sehr viel kommen. Wow. Ja, und heute beginnen wir mit Part 1, weil wir haben vorhin, heute Morgen, schon aufgenommen und das waren 45 Minuten und das wollen wir euch nicht antun. Deswegen jetzt hier ein bisschen zusammengeraffter in verschiedenen Parts. Genau. Nicht wahr, Herr Block? Oh ja, Herr Nest. Oh ja. Mm. Also, wenn ihr das erste Mal auf den Server joint, dann landet ihr im Prinzip in diesem kleinen Raum hier, den ich euch nicht so ganz genau zeigen will, aus bestimmten Gründen. Mhm. Und dann könnt ihr eben ein neues Leben beginnen. Solltet ihr auf dem Server sterben, landet ihr auch wieder hier und könnt ein neues Leben beginnen. Im Prinzip, wow. Ne? Das ist, wow. Das ist multifunktional, dieser Raum. Ja, und schon. Ja, hinter uns sind übrigens die zwei Gründerköpfe, aber die zeigen wir euch nicht, denn das kommt später noch. Genau. So, dann könnt ihr mit Rechtsklick auf dieses Schild klicken, gelangt zu dieser Wand mit den wichtigen Regeln. Sehr wichtige Regeln. Und, okay. Ja, genau. Hier sieht man dann eben schon so, ja, hier geht's in die Wüste. Das sind Portale, durch die ihr durchwandern könnt. Genau. Und hier geht's zum Beispiel in die Berge. Und wir werden das auch nochmal da wahrscheinlich mit einem Schild irgendwie markieren. Mhm. Hier geht's zum Wald und hier geht's zum Beispiel zum Ozean. Wow. Dabei ist wichtig, dass wir euch im Vorhinein der Stadt zuteilen. Das heißt, wir machen so eine kleine Umfrage, in welche Stadt wollt ihr? Und dann teilen wir euch zu. Und dann könnt ihr hier sowieso nur noch eines dieser vier Portale benutzen. Für mich das in eurer Heimatstadt. Wow. Genau. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange drum rum, sondern gucken uns auch schon die erste Stadt an, oder? Gehen in die erste Stadt. Lass uns doch zuerst in den Hafen gehen. Ja. Wenn wir einmal hier dumm rumstehen. Das ist fast nicht abgesprochen. Ja. Wow. Und dann kommt ihr hier durch und seid es regnet. In der wunderschönen Hafenstadt, in der es regnet. Wobei, ich mach mal kurz aus. Ja, aber eigentlich musst du fast gar nicht, ne? Ist wahrscheinlich ein Wetter, was zu einer Hafenstadt durchaus passt. Ja, aber will ich jetzt gerade nicht. Ja, das mag sein. Okay. Ja. Im Prinzip sieht dieses Biom so aus. Ihr habt jetzt erstmal viel Wald gesehen, aber es ist halt eine riesengroße Insel. Mhm. Zumindest von der Seite auf jeden Fall. Also zumindest eine Halbinsel. Und geht hier so weiter mit Strand. Und allzu viel möchte ich euch halt auch jedes Mal nicht von den Biomen zeigen. Oder wollen wir euch nicht von den Biomen zeigen. Denn ein bisschen erkunden sollte man ja selbst. Aber diesen See hier finde ich zum Beispiel immer sehr cool. Und er zeigt ihn sehr gerne. Der ist echt ziemlich nice. Wichtig bei dem Biom ist halt, es soll ja eine Hafenstadt sein. Dementsprechend ist hier sehr viel Wasser rundherum. Richtig. Und was sich daraus entwickeln wird, ich bin allgemein sehr gespannt, was sich aus den vier Städten entwickeln wird. Ich auch. Sehr, sehr gespannt. Ich hatte so eine gewisse Grundvorstellung. Jetzt, wo wir die Biome haben, ist diese Grundvorstellung hat sich nochmal verschoben. Und dann bin ich gespannt, was ihr dann nachher daraus macht. Aber die Frage ist jetzt natürlich erstmal, wer ist denn der Stadtherr? Dieser das ist, Stadt. Wer ist es denn? Ja, wer ist es denn? Das ist ein wirklich großes Mysterium. Es ist ein wirklich, ich sag so viel, es ist ein wirklich gut aussehender junger Mann. Mit sehr viel Potenzial, aber einem sehr, sehr kleinen Gemächt. Ja, das kann dann wohl nur ich sein. Richtig. Gut, ich bin der erste Stadtherr, also der Stadtherr von der Stadt. Des Hafens. Wow. Und wir werden sicherlich auch dafür noch Namen finden, aber grundlegend sei das erstmal gesagt. Und was es halt hier noch immer in einer Stadt gibt, wir haben bereits einen Shop. Das heißt, wir haben eine... Hey. Erstmal in jeder Stadt grundsätzlich gibt es ein Portal. Es gibt in jeder Stadt grundsätzlich ein Portal. Dieses Portal führt in eine Farmwelt. In dieser Farmwelt, gucken Sie uns gleich an, könnt ihr farmen. Super. Und Ressourcen beschaffen. Genau. Im Prinzip. Ja. Das ist so grundlegend das, was ihr wissen solltet. Und in jeder Stadt gibt es auch einen Shop. Genau, es gibt einen Shop und jeder hat ein eigenes Guthaben. Wie ihr rechts an der Seite seht, ich habe 100.000 Goldmünzen. So viel, wie ihr niemals besitzen werdet. Und ich habe immer noch das falsche Texture Pack drin. Und da sind wir im Texture Pack Number 2. Und so sieht das Ganze nochmal aus. Und ja, es gibt, wie gesagt, einen Shop, denn man muss ja am Anfang, ihr startet so mit, was hatten wir jetzt gesagt, 100? Goldmünzen? Mit 100 Goldmünzen, ja. Oder 50, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube 100. Und das ist natürlich deutlich weniger, als ich zum Beispiel habe. Ja, wir starten auch so wie ihr, keine Sorge. und deswegen habt ihr hier Ressourcen,
die ihr verkaufen könnt und Ressourcen, die man in jeder Stadt findet. Hier ist es zum Beispiel Erde, relativ billig natürlich, oder eben rohen Kabeljau, Pilzsuppen, Tintenbeutel, roher Lachs und dann eben auch Schwarzeichenholz. Genau. Das sind so die Ressourcen, die man hier vor allem findet und damit könnt ihr halt euer erstes Geld machen und später kann dann jeder für sich auch nochmal einen eigenen Shop eröffnen. Genau, dazu kommen wir aber später nochmal. Genau, dann wird eben das Angebot in jeder Stadt auch nochmal steigen. Aktuell könnt ihr da eben nur verkaufen. Wie das Ganze genau funktioniert, dazu wird es dann nochmal ein extra Video geben. Genau. Jetzt können wir uns ganz kurz die Farmwelt angucken. Da könnt ihr dann hier so reingehen, seht diese Farmwelt. Wow. Und die sieht aktuell so aus, aber wir werden sie hin und wieder resetten. Von daher, ja, macht euch da keine Sorgen, dass das auch mal irgendwann leer gefarmt sein könnte. Das dauert eh eine ganze Weile, so eine Minecraft-Welt leer zu farmen. Das kann durchaus sein. Gut. Als nächstes, wo gehen wir als nächstes hin? Kann man auf jeden Fall sagen erstmal, dass man von der warmen Welt wieder zurück zum Spawn kommt und vom Spawn eben zurück wieder in eure Heimatstadt. Die anderen Portale funktionieren weiterhin nicht. Genau. Also ihr könntet jetzt eigentlich nur in die Hafenstadt gehen. Sauber. So, wir gehen jetzt aber als nächstes in die in die Bergstadt. Genau. Bergstadt ist das nächste, was wir uns ansehen und blub, da sind wir und so sieht das Ganze aus. Auch hier wird das Portal zur Farmwelt, führt alles in dieselbe Farmwelt, braucht ihr keine Angst zu haben. Genau, sieht immer gleich aus. Genau. Auch hier gibt es einen Shop. Der ist entsprechend hier. Hier ist das Angebot wohl, glaube ich, am größten. Ich denke auch, von allen Städten. Weil es halt in dem Berg auch die meisten Erze und so weiter gibt. Also logischerweise. Also wir wollten das immer einigermaßen passend zuteilen. Klar findet man Erze und so weiter auch in den anderen Biomen, wenn man tief buddelt. Aber wir wollten es halt irgendwie passend gestalten. Und demzufolge gibt es hier eben Lapis Lazuli, Redstone, Diamanten, Smaragde, Golderz, Eisenerz, Kohle. Damit könnt ihr natürlich deutlich mehr Geld machen. Demzufolge könnte es eine Tendenz geben, dass die Bergstadt eben ein bisschen mehr Geld hat, natürlich. Selbstverständlich. Dass es da Unterschiede gibt in den Städten, ist klar. Genau. Und Bruchstein. Und es ist aber auch völlig klar, dass die Bergstadt erstens die reichste und zweitens die coolste Stadt ist. Denn der Gründervater ist halt eben der coolste Randy. Seit der Erfindung des Krustenbratens, würde ich fast sagen. Du machst dich schon ein bisschen unsympathisch, ne? Ich mich tisst und dich in den Himmel los. Aber gut. Ja. Du bist der Stadtherr der Bergstadt. Ich bin der Bergmeister. Der Berggott. Der Bergmann, möchte ich sagen. Das kleine Äffchen, das hier durch die Berge guckt. Genau. So. Und gut. Durch welche Berge gucken wir uns vielleicht jetzt einfach mal an? Wir haben uns viele Extreme Hills Biome angeguckt und fanden das am coolsten. Oh ja. Eben weil es so viele Überdachungen zum Beispiel gibt, einfach so viele Tunnel. Hier hinten habe ich jetzt ein paar Lichtbugs, aber die alle jugendlicher. Ja, ich auch gerade. Aber ist hier zum Beispiel ist ziemlich nice. Hier auf der einen Seite finde ich auch noch eine Sache ziemlich awesome, weil das ein bisschen aussieht wie so eine kleine vorgebaute Hobbit-Höhle. Vorgebaute Hobbit-Höhle? Hier so? Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Aber gut, natürlich nicht. Ich bin. Na gut, müsst ihr halt bei Blockys Video gucken, ne? Bei mir seht ihr dafür noch diesen, was ich. Achso, du warst hier? Ja. Ja, hier wollte ich auch was zeigen. Hier diesen Durchgang hier finde ich eigentlich. Ja, genau, das meinte ich gerade. Achso, das verbindest du mit einer Hobbit-Höhle. Alles klar. auf jeden Fall sieht eben das Bergbiom so aus, ne? Das finde ich eigentlich auch ziemlich stylisch. Es ist sehr stylisch. Cool. Ja. So, jetzt kommen wir natürlich so ganz allmählich zu der Frage, wer sind denn die nächsten Stadtherren? Und dazu gehen wir erstmal in die Stadt des Waldes. Wow. Ganz einfach. Mal hingewarpt. Und hier seht ihr auch wieder das Farmweltportal, ganz klar. Mhm. Bist du eigentlich schon hier? Ja. Ja. Genau. Und dann können wir uns auch hier nochmal den Shop angucken. Ihr seht eben, das besteht hauptsächlich aus Birken und aus Eichen und aus Erde. Wie so ein Wald eben so ist, ne? Kann man hier eben auch Birkenholz und Eichenholz verkaufen. Und eben Erde auch. Holzkohle und Erde. Und Holzkohle, weil man aus Holzstämmen ja auch Holzkohle machen kann. Genau. Hier ist das Angebot natürlich deutlich schmaler, allerdings auch immer wieder nachwachsend im Prinzip. Deswegen. Bis auf die Erde wächst, könnt ihr alles anpflanzen, nachwachsen. Deswegen, es gibt Vor- und Nachteile in jeder Stadt, würde ich sagen. Ja, schon, klar. Größtenteils. Vielleicht Ausnahme macht eine Stadt vielleicht, die wahrscheinlich nur Nachteile hat. Aber zu der kommen wir dann gleich. Das Biom können wir uns natürlich auch mal angucken. Es ist natürlich Wald, größtenteils. Der kann allerdings gerodet werden. Dann wird es wahrscheinlich zu einem eher wiesigen Biom. Ganz cool ist auf jeden Fall dieser Fluss hier, der sich überall entlang schwenkt. Der ist ziemlich awesome. Den mag ich sehr, sehr gerne. Da kann man sicherlich richtig geile Sachen drauf machen. Ich denke auch. Und hier, dass es so leicht bergig geht.
Und ja, jetzt ist natürlich die erste große Enthüllung gefragt. Wer ist Stadtherr Number One oder Nummer 3? Ja, wer ist es denn? Das weiß ich nicht. Ich habe gehört, er ist ein ziemlicher Freak. Ja. Und er kennt sich mit Minecraft gut aus. Der muss echt eine ganze Weile am PC rumgehangen haben. Ja, richtiger PC-Freak könnte man sagen. Vielleicht. Ungespielt? Dum, dum, dum. Oder Mr. Moore? Nein, tut mir leid, er kommt nicht auf den Server. Und ja, so viel Speicher, so viel Platz haben wir leider nicht. Nein, wer auf den Server kommt und hier eben den Stadtherrenplatz einnehmen wird, ist natürlich der gute alte René, der gute alte PC-Freak. Oh ja. Bei mir schon sehr, sehr lange mit dabei. Kenne ich länger als dich, kenne ich länger als... Meine Freunde habe ich nicht. Und ja, der wird jetzt den ganzen Laden übernehmen. Und jetzt werden viele von euch vielleicht René gar nicht so kennen. Gerade so diejenigen, die in der Desperado-Zeit dazu gekommen sind. Es gab ja aber mal zum Beispiel den Verkäufer René in Desperado. Ja. Das war zum Beispiel eine Anlehnung auf ihn. Und ja, ihr müsst jetzt keine Angst haben oder so, dass es dadurch eine schlechtere Stadt wird. Ich befürchte sogar Gegenteiligeres, ja, dass ich es eine sehr, sehr coole Stadt werden könnte. Genau. Denn wie gesagt, der René hat wirklich Ahnung von Minecraft. Besonders halt was Redstone und so Sachen angeht. Und er kann echt gut bauen. Das stimmt. Und er ist ein echt nicer Dude, der sehr viel Zeit hat. Richtig. Und deswegen glaube ich, kann das hier sehr, sehr cool werden. Ja. Ich bin sehr gespannt, auch hier was draus wird. Also es soll weniger so in diese mittelalterliche Burg gehen, die ich damals angepeilt hatte, sondern es soll mehr in Richtung Maya-Tempel, Azteken und sowas gehen. Ziemlich nice. Ich bin sehr, sehr gespannt, was draus wird. Da bin ich auch sehr gespannt. Da kann man viel, denke ich, machen, oh ja, viel Cooles machen. Ja. Auch. Und es ist ein interessanter Style, den man so oft vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Genau, mit vielen Secrets und allem drum und dran. Wird sicherlich awesome. Genau. Übrigens erklären wir euch natürlich auch, wie ihr euch für den Server anmelden könnt. Dazu dann aber, wenn es soweit ist. Genau. Wir gehen jetzt erstmal in die finale Stadt und das ist dann die Wüstenstadt, wow, die eben mit einer Sache glänzen kann. Mit Nachteil. Das ist wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad. Ja, hier wieder das Hornweltportal, ganz klar. Und das wird man am Shop schon sehen. Das ist ein mehr Angebot zwar gibt als im Wald, aber eigentlich doch nicht. Es gibt hier Sand, es gibt Sandstein, es gibt glatten Sandstein und es gibt gemeißelten Sandstein. Das ist echt abwechslungsreich. Alles aus Sand. Außerdem noch Kakteen und Schwarzpulver. Ja, das war's dann aber auch schon. Das ist nicht viel, was man hier hat, beziehungsweise nicht viel Unterschiedliches. Und genau so sieht eben auch die Gegend aus, wenn wir uns sie angucken. Es ist halt eine ganz einfache Wüste. Ja, im Prinzip schon. Sehr viel Sand, ein paar Berge, sehr viele Kakteen und nachts sehr viele Mobs. Und richtig. Ja. Wird interessant. Es wird sehr interessant. Viele sind ja gerade deswegen ein bisschen angezogen von der Wüste, weil der Schwierigkeitsgrad erstens etwas höher ist und zweitens, weil man es ja doch nicht so oft spielt und macht. Richtig. In so einer Wüste zu bauen. Und ich denke mal, zumindest soweit ich das rausgehört habe, soll es dann eher in die orientalische Richtung gehen. Wahrscheinlich schon. Weniger in diese Desperado-Richtung, sondern eher orientalic. Genau. Aber nice das wird man sehen, wie halt der Stadtherr sich dafür entscheidet. Genau. Und da haben wir natürlich auch schon wieder diese glänzende Überleitung, was heute wunderbar funktioniert. Das ist aber auch, wow. Werter Herr Block. Und wer ist der Stadtherr? Erzählen Sie uns das. Wer könnte es auch anders sein, als jemand, der fließend, möchte ich sagen, Spanisch spricht, extrem gut Gitarre spielen kann und einen wirklich genialen Mustache hat. Aber ich bin doch schon Stadtherr im Ozean. Verdammt! Das haben wir nicht beachtet. Dann muss halt Pablo einspringen. Ja. Pablo ist immer so jemand da. Nein, also Pablo ist der Stadtherr von der Wüste. Genau. Die Information ist schon ein bisschen rumgegangen, einige wussten das schon. Aber zumindest war René noch immer geheim. Ja, Pablo ist Stadtherr in der Wüste und da muss ich sagen, kann ich euch gar nicht so viel Information geben, wohin das Ganze gehen soll und seine Ansichten sind, weil er derzeit in den USA ist. Das ist auch der Grund, warum es mit dem Server noch ein bisschen dauern wird, bis der online geht. Dazu aber auch noch ein bisschen mehr. Grundsätzlich mangelt es da unsererseits noch ein klein bisschen an Kommunikation. Demzufolge ist es auch zum einen natürlich ein erhöhter Schwierigkeitsgrad hier, zum anderen aber auch eine kleine Überraschung, wie denn hier das Ganze politisch und so weiter aufgebaut werden wird. Okay. Da sind wir sehr neugierig drauf und ihr sicherlich auch.
Ja, jo. Das wäre dann eben die Wüste. Genau. Jetzt haben wir euch alle 4 Städte vorgestellt. Wow. Und dann kommen wir eben zum wichtigsten Punkt dieses Videos. Wie könnt ihr euch anmelden? Das ist ganz einfach. Genau. Denn ihr müsst eigentlich nichts weiter tun, als auf einen Link in der Videobeschreibung klicken. Genau, den findet ihr da unten bei uns beiden. In diesem Link findet ihr einige Felder, die ihr ausfüllen solltet, mit entsprechenden Fragen und kurzen Erklärungen dazu. Genau. Und das erste Feld besteht daraus, euren Minecraft-Namen einzutragen. Das ist ganz wichtig, dass an dieser Stelle wirklich ihr kleinlichst auf korrekte Schreibweise achtet, denn den brauchen wir für die Whitelist im Endeffekt. Und wenn da nur eine Kleinigkeit nicht stimmt, also ein Buchstabendreher drin ist oder die großen Kleinschreibungen nicht beachtet ist, dann kommt ihr höchstwahrscheinlich schon nicht mehr auf den Server, weil er sagt, ey, den Namen kenne ich nicht, geh mal weg hier. Das stimmt. Genau. Ja. Okay. Setzen wir uns doch hier erstmal gemütlich hin. Genau so sieht's aus. Das ist der Name ist sehr, sehr wichtig, macht da keinen Fehler. Das erspart euch jede Menge Ärger und erspart uns jede Menge Ärger. Genau. Das zweite ist ein optionaler Punkt. Und zwar einfach nur euer Alter. Das hilft uns, euch ein bisschen besser einzuschätzen und so weiter. Ist nicht wichtig, müsst ihr nicht unbedingt eintragen, könnt ihr aber, wenn es euch nicht weiter stört. Genau. Wäre halt sehr cool zu wissen, um zu wissen, wie hoch das Durchschnittsalter ist. Ist halt nicht wirklich relevant, aber cool. Ja, genau. Gut, das nächste wäre dann das Geschlecht und das ist eigentlich genau das, was es sagt. Bist du männlich, bist du weiblich? Das müssten wir eigentlich nur dazu wissen, um die Ränge anzupassen, weil am Anfang bekommt halt jeder den Bauernrang, beziehungsweise halt die Bäuerin als Rang. Genau. Du musst es uns nicht verraten, dann bekommst du halt automatisiert den Bauern. Genau, dann bist du halt männlich. Hast du halt Pech, wenn du dann halt keinen Schwengel-Dengel hast. Ist egal. Ja. Aber es wäre halt sehr praktisch, wenn du es sagen würdest. Hat ja auch weiterreichende Konsequenzen im Endeffekt. Richtig, richtig. Frauen bekommen ja weniger Rechte und so, deswegen solltet ihr das schon angeben, genau. Damit wir auch wirklich realistisch durchgreifen. Es geht natürlich auch um spätere Ränge im Endeffekt. Ja, genau. Das ist der Hauptgrund natürlich. Genau. der nächste Punkt wäre dann? Der Stadtwunsch. Der Stadtwunsch. Hier sollt ihr einfach nur eintragen, in welcher Stadt ihr am allerliebsten möchtet. Und dann eine kleine Rangliste aufstellen, indem er einfach sagt, oh, ich möchte jetzt unbedingt am liebsten in die Hafenstadt. Am zweitliebsten würde ich in die Wüste gehen. Und ja, das war's. Eigentlich. Am drittliebsten da und dahin vielleicht. Je nachdem. Also ihr sollt da auf jeden Fall eintragen, in welchen Städten ihr euch vorstellen könnt zu leben. Genau. Wo ihr sagen würdet, da hätte ich auf jeden Fall ein bisschen Bock drauf. Und dann halt sortiert mit dem, wo ihr am liebsten sein würdet. Mögt. Und wo ihr am wenigsten liebsten sein möchtet. Genau. Gut. Und der nachfolgende Punkt ist im Prinzip die Ergänzung dazu und zwar einfach nur, in welchen Städten ihr überhaupt nicht sein wollt. Genau. Und da stellt ihr dann eben auch eine Rangfolge auf, also dass ihr in der und der Stadt gar nicht sein wollt, kommt dann als erstes und dann die nächste, in der ihr ein bisschen mehr sein wollen würdet, falls ihr versteht, was ich meine. Also auch wieder so eine kleine Rangliste, das hilft uns auf jeden Fall. Wir werden jedem versuchen, die Lieblingsstadt zuzuordnen, aber wie gesagt, wir wollen die Städte eben möglichst gleichmäßig aufteilen. Und deswegen ist es eben doch recht wichtig, dass ihr da auch nochmal eine Zweit- und Drittlieblingsstadt angebt und dann eben auch vielleicht, welche Städte ihr überhaupt nicht mögt. Genau. Insgesamt sollten die sich also ergänzen. Ihr solltet also in beiden Punkten zusammen die 4 Städte eingeordnet haben. Genau. Sehr schön gesagt. Genau. Hast du gut geprüft hier. Gut. Hab ich gut. Der letzte Punkt ist, wer bist du? Und der ist ganz, ganz relevant, denn es ist ja ein Community-Server. Wir möchten hier nur Leute drauf haben, die wir kennen, die aktiv, positiv in unserer Community auffallen. Deswegen ist es ganz wichtig, hier so viel wie möglich einzutragen, woher wir dich kennen könnten. Das heißt, wenn du auf Twitch sehr aktiv im Chat bist, dann schreibst du deinen Twitch-Namen dazu und schreibst dann, jo, ich bin der und der auf Twitch und bin da eigentlich immer bei jedem Stream dabei oder bei vielen Streams. Wenn du auf Twitter aktiv bist, schreibst du halt, hey, ich habe den Twitter-Account @blablabla und schreib da mal was. Oder wenn du mal ein Fanart gepostet hast oder eine Fanfiction oder wenn du auf YouTube in den Kommentaren aktiv bist. Eigentlich, also möglichst viel schreiben, dass wir dich irgendwie wiedererkennen, denn man ist ja im Internet unter den verschiedensten Namen manchmal unterwegs und dann wäre das schon ganz gut, wenn wir uns zumindest an einen Teil erinnern würden. Was ich ergänzend nochmal sagen wollen würde, ist, dass wir natürlich jeden aus unserer Community dabei haben wollen würden. Auch die, die nicht auffallen. Aber die, die nicht auffallen, dann können wir halt nicht sagen, ob sie tatsächlich zur Community gehören. Genau, das ist das Problem, Sonst könnten wir einfach sagen, jo, du bist in der Community, komm rein.
Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es soll halt schon so unsere kleine Gesellschaft sein und nicht, dass jetzt irgendein Wildfremder sieht, oh, der hat einen Server aufgemacht, ich habe keinen Bock zu spielen, ich will da wirklich mitmachen. Genau. Das soll halt nicht Sinn der Sache sein. So ist es. Jo, das ist eigentlich schon alles, was ihr ausfüllen müsst. Das ist eine Arbeit von 2 Minuten, denke ich. Nicht wirklich viel. Ja, je nachdem, wie viel man halt da unten zu schreiben hat. Ja, aber selbst dann. Länger als 5 Minuten sollte es nicht dauern. Nee, genau. Und ich denke, das sollte es auch wert sein. Jo, ich denke auch. Gut, wenn ihr das dann alles erfolgreich absolviert habt, geht ihr einfach auf Senden, dann bekommen wir das zugeschickt. Dann werden wir eine sehr, sehr lange Liste haben, für uns persönlich, und werden die ersten Leute daraus auserwählen. Genau, das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, jo, jetzt kommt die erste Phase, da kommen 20 Leute rein und dann kommen die nächsten 20 rein. Ihr kommt alle auf einmal rein. Alle, die akzeptiert sind, kommen zum Start rein. Genau. Trotzdem solltet ihr euch ein bisschen ranhalten mit diesem Formular ausfüllen, weil wir eben Bewerbungsphasen machen. Wir machen jetzt eine Phase bis so 2-3 Tage vor dem Serverstart. Dann werden die Leute, die dabei sind, bekannt gegeben oder werden wir sagen, jo, ihr seid dabei. Das ist prinzipiell das, was ist. Absagen werden wir nicht zustellen. Das heißt, wenn jetzt irgendwer gesagt bekommt, nee, du bist leider nicht dabei, dich kennen wir nicht, dann macht euch da auch keine Gedanken. Es wird dann halt die nächste Bewerbungsphase geben und bis dahin habt ihr halt Zeit, euch in der Community irgendwie Aufmerksamkeit zu etablieren. Positiv natürlich. Genau. Und dann sollte das alles kein Problem sein. Deswegen nicht den Kopf hängen lassen, wenn es nicht klappen sollte. Wir versuchen, uns an möglichst viele zu erinnern. Ja, es ist halt auch wirklich nicht leicht, weil es inzwischen sehr viele Leute geworden sind. Das stimmt, das stimmt. Aber mir würden auf jeden Fall grundsätzlich sehr, sehr viele einfallen. Ja, auf jeden Deswegen, Fall. Wenn ihr uns dann noch zusätzlich auf die Sprünge helft, wird das schon alles klappen. Ja. Gut, das war's dann grundsätzlich erstmal zu den ganzen Städten. Wow. Richtig? Ich denke schon. Und zur Anmeldung. Das Wichtigste. Ja, und wie es dann mit dem Premium-Rang und so weiter aussieht, das erfahrt ihr dann morgen höchstwahrscheinlich im nächsten Infovideo. Und von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns auf euch. Oh ja, sehr. Und Achso, die erste Bewerbungsphase ist dann auch jetzt eröffnet. Also ihr könnt loslegen. Ihr könnt sofort loslegen, jetzt nach dem Video. Legt los, schreibt eure Lieblingsstädte rein. Ozean, Wüste, Wald oder Berg. Oh Mann, ja. Viel Spaß. Bis dahin. Euer Affe. Flocky. Kaktusmensch. Kaktusmensch. I don't know. Bis dann. Ciao. Tschüss.